Lernement-Karte Kreuz. In diesem Video in der vertiefenden Positionsdeutung erklärt. Das heißt, wenn du in der Mitte eine Themenkarte hast und dann gibt es die 8 Positionen um die Themenkarte herum. Und das möchte ich dir jetzt hier in diesem Video zeigen. Abgebildet ist die Lernement-Karte Kreuz aus dem Kartendeck Lernement-Karten Licht und Schatten Design. Das sind die Karten mit dem grauen Rand. Das gibt das Kartendeck aber auch nochmal unter dem Namen Lernement-Karten Licht und Schatten mit positiven und negativen Deutungen auf jeder Karte. Da ist es dann so, dass du hier schon einen weißen Rand hast, aber da stehen dann eben die Texte drauf und zwar links und unten die negativen Deutungen für die Schattenthemen und oben und rechts dann die positiven Deutungen fürs Highlight, für Ratschläge, eben einfach für die positive Ausrichtung. Hier im Beispiel jetzt einfach, damit es übersichtlich bleibt, habe ich die Karte jetzt hier ohne die Texthilfe, damit es einfach besser zum Erkennen ist, weil ja hier schon in diesen vertiefenden Positionen die Texte stehen. Und das möchte ich dir jetzt anhand erstmal so erklären, dass wir in der Mitte jetzt mal das Kreuz hinlegen. Und das sieht jetzt so aus, also die Lernement-Karte Kreuz wäre jetzt vielleicht dein Fragethema, könnte man zum Beispiel nehmen bei Fragen nach einer Prüfung, also weil das Schicksalskreuz ist ja immer Schicksal, Karma, etwas Wichtiges, eine Lernaufgabe, eine Prüfung des Schicksals, aber ich nehme sie auch tatsächlich bei Fragen, wenn es darum geht, ob jemand eine Prüfung besteht, also ob er das schafft, dann kann man eben auch bei Prüfungen ebenfalls das Schicksalskreuz nehmen. Aber ansonsten eben, ja, angenommen die Frage wäre jetzt, was ist in nächster Zeit wichtig für mich, dann könnte man eben aufgrund von wichtig auch beim Schicksalskreuz gucken. Aber die Lernement-Karte Kreuz wäre zum Beispiel auch eine Themenkarte für Fragen, was mit dem Glauben zu tun hat. Bei einer kirchlichen Hochzeit könnte man das nehmen. Glaube wäre ja dann so eine Art auch an sich selber vielleicht zu glauben. Also könnte man es auch fürs Selbstvertrauen, fürs Selbstbewusstsein nehmen, wenn man das machen möchte. Also das wären jetzt so mögliche Themenkarten. Oder wenn du vielleicht irgendwie einfach wissen willst, was jetzt in nächster Zeit dein Schicksal ist, sozusagen dein Karma. Du kannst natürlich auch bei Fragen nach dem Karma das Schicksalskreuz nehmen. Also von daher, ja, also die Karte Kreuz ist bei mir eben entsprechend immer in Verbindung mit Schicksal oder was Wichtiges. Und wenn das jetzt halt wirklich eine Frage wäre, dann könntest du diese 8 Positionen drumherum eben entsprechend dieser vertiefenden Zuordnung machen. Und bei mir ist immer links hier die Vergangenheitsseite, also die 1 sind die Gedanken oder die Gefühle, die man zum Thema hat, also auch Vergangenheit, weil das bringe ich mit, das ist schon in meinem Kopf oder in meinem Bauch als Gefühl vorhanden, also es ist in mir schon da. Die 4 und die 6, das vergleiche ich immer so, wie ich habe einen Rucksack mit dabei bei diesem Fragethema und das ist halt im Gepäck mit dabei. Wobei 6 halt wirklich so die Basis ist, dass, da kann man immer so sagen, das ist das, was ich an Einstellungen habe oder die Situation, die jetzt halt gerade war. Also das bringe ich einfach wirklich zur Frage mit. Und bei der 4 ist so, das ist, als wenn man es im Rucksack nach ganz unten gekramt hätte oder versteckt hätte. Das kann man nicht mehr sehen oder man sieht, das will es nicht sehen oder man kann es nicht sehen. Also es ist so wie, eigentlich die Herausforderung an dieser Position, öffne doch mal dein Gepäck, kram da drin rum, zieh es raus, holst raus, guckst dir an, dass du wirklich da mal deine Aufmerksamkeit reingibst. Also dass dieses Thema beachtet werden möchte. Also die Karte, die hier liegt, möchte deine Beachtung, deine Aufmerksamkeit. Entweder, wenn es was Gutes ist, dass du wertschätzt, dass du schon was Gutes im Gepäck hast. Und wenn es vielleicht was Schlechtes ist,
dass du dann aber sagst, okay, das ist ein Thema, das möchte jetzt bearbeitet werden. Das soll ich nicht ständig wegdrücken oder im Rucksack immer weiter runterdrücken, damit ich es ja nicht sehen muss, sondern es möchte dann jetzt die Aufmerksamkeit und dass man sich darum kümmert, dass man die Sache jetzt dann mal anpackt, seine Schatten- oder Baustellenthemen bearbeitet. Also hier kann man auch, wenn man möchte, grundsätzlich die Karte, egal ob sie gut oder schlecht ist, also vom Hauptdeutungsfokus her, du kannst auf der Position 4 zum Beispiel immer das Schattenthema deuten, wenn du es möchtest, dass du halt einfach guckst, wo ist noch das Problem, was du vielleicht bei deiner Frage hast, was jetzt näher betrachtet werden möchte. Denn bei der 3 zum Beispiel deute ich immer positiv, das ist der Ratschlag, das, was jetzt halt zu tun ist, beziehungsweise eben wirklich so von der geistigen Welt, von den Karten, ich nenne es mal von der höheren Instanz, könnte auch dein eigenes höheres Selbst sein, was dir hier einen Ratschlag mit auf den Weg geben möchte. Und ein Ratschlag ist für mich eben wirklich immer positiv. Denn zum Beispiel mit den Wolken auf der 3, für mich ist ein Ratschlag nicht, ja, da sind Schwierigkeiten und Missverständnisse, da musst du eben durch. Das ist kein Ratschlag. Aber das Positive zum Beispiel bei den Wolken wäre, alles etwas leichter nehmen, lockerer, fluffiger, wie auf Wolken schweben. Da ist die Leichtigkeit, die Unverbindlichkeit. Das könnte dann zum Beispiel ein Ratschlag sein, den die Wolken in dem Moment vermitteln wollen. Und genauso das klassische Beispiel, was ich immer gerne bei der Sonne bringe, wenn das jetzt zum Beispiel ein Thema ist, was mehr Beachtung haben möchte, dann könnte man im Positiven sagen, wenn es hier auf der 4 liegt, ne, da ist doch schon was Sonniges, was Schönes, ne, beachtet es doch einfach mal mehr, dass es schon schön läuft in deinem Leben. Und wenn du es aber für dich vorweg, also bevor du anfängst zu deuten, vielleicht gesagt hast, nein, ich will die 4 auf jeden Fall negativ deuten, um halt zu gucken, wo habe ich eigentlich noch ein Problem bei dem Thema, dann wäre, wenn da angenommen die Sonne liegt, das halt einfach eine Aussage, pass auf, du bist zu hitzig, zu temperamentvoll, du bist immer gleich Feuer und Flamme, du brennst förmlich, pass auf vor Burnout, dass du nicht zu viel Energie reingibst oder alles zu positiv siehst, so nach dem Motto, hast du die rosarote Brille auf und dann siehst du alles vielleicht in dem Moment schöner, als es in Wirklichkeit ist. Dann will dich die Karte darauf aufmerksam machen, dass du da halt mehr hinschauen sollst, mehr drauf achten solltest. Also bei der 4 entscheide dich einfach, bevor du legst und also bevor du mischst und auslegst, ob du sie negativ, also vom Schattenthema her deuten willst oder je nachdem, was liegt eben, das ist schon da, das kann was Gutes sein oder was Schlechtes, je nachdem, welche Karte sich halt zeigt. Während die 3 würde ich dir halt wirklich nahelegen, das immer positiv zu deuten, weil es ein Ratschlag ist. Alle anderen Karten sind mehr oder weniger halt wirklich auch so, wie sie fallen. Entweder ist es was Positives oder was Negatives oder was Neutrales. Ja, und jetzt komme ich nochmal hier auf die Lenormand-Karte Kreuz zurück. Wenn jetzt da angenommen die Frage wäre, was ist jetzt in nächster Zeit wichtig für mich, ne? Also wenn es da um die Wichtigkeit geht, dann kann man natürlich auch gucken, was habe ich hier im Gepäck, was bringe ich schon mit als Einstellung dazu, was jetzt so in nächster Zeit für mich wichtig sein könnte oder womit hat das Thema zu tun, die Wichtigkeit, dann gucke ich mir halt einfach hier an, was habe ich im Gepäck, was sind meine Gedanken und Gefühle dazu. Auf der 2, das ist die Gegenwart, das ist einfach aktuell der Ist-Zustand. 3 wäre ein Ratschlag, was als nächstes zu tun ist. Die 5 ist die Zukunft immer durch einen selbst, also das eigene Handeln. Also von daher, was wäre halt in nächster Zeit wichtig, dass du tust? Und bei der 7, das ist die Zukunft, die durch andere kommt, also Reaktionen von anderen. Das ist halt wirklich die Umgebung, das Umfeld. Das heißt, da wäre dann so, das kommt Wichtiges von außen. Und bei der 5 eben, das ist wichtig, dass du das selber tust. Und bei der 8, das wäre dann das Endergebnis, also dass man wirklich sagt, okay, die Schritte, die ich hier bei der 5 selber mache und die von außen kommen, ergeben dann ja im Gesamtergebnis das, was auf der 8 liegt. Und das wäre dann eben wichtig für dich, das jetzt in nächster Zeit umzusetzen. Solltest du halt bei der Themenkarte Kreuz gucken und da einfach wissen wollen, was ist in nächster Zeit wichtig für dich. Oder auch jetzt übertragen zum Beispiel auf die Frage mit der Prüfung. Auch da könnte man natürlich dann gucken, wie das mit der Prüfungssituation ist und diesen 8 vertiefenden Positionen.
So, und jetzt wurde ich aber gefragt, kannst du denn nicht mal zeigen, wenn das Kreuz auf den einzelnen Positionen liegt, was das bedeutet? Und das möchte ich dir jetzt auch in diesem Video noch verraten. Also dranbleiben. Ich beginne mal ganz gern hier unten bei der 6, weil ich, wie gesagt, mit der Vergangenheitsseite anfange. Und die 6 ist eben jetzt, das ist die Basis, das habe ich im Gepäck. Das heißt, hier hätte ich dann beim Kreuz bleibe ich einfach bei der Aussage, da geht es um was Wichtiges. Also je nachdem, welches Thema ich hier deute, ob das eine Person ist, die Liebe ist, die berufliche Situation, die Finanzen, die Spiritualität oder was auch immer, dann hätte ich hier eben mit dem Schicksalskreuz etwas Wichtiges im Gepäck. Oder dass jetzt gerade eine wichtige Phase vielleicht vor kurzem war, dass wichtige Ereignisse eingetroffen sind. Also irgendetwas Schicksalhaftes oder Wichtiges ist schon passiert, weil Vergangenheitsseite. Und bei der 4 ist das ganz genauso. Auch das ist schon passiert, ist schon da. Das ist aber so, wie, ja, da ist irgendwas Wichtiges oder Schicksalhaftes gewesen und ich kann es aber noch nicht sehen oder ich will es nicht sehen. Ich habe es wie weggedrückt. Und dann wäre halt so hier der Hinweis aber mit dem Kreuz, hey, ich bin wichtig, nun guck mich doch mal an. Ich möchte Beachtung, dass du dich mit mir mal auseinandersetzt und dich um mich kümmerst. Das wäre jetzt so der Wink von der Position 4 oder die Aufforderung, hey, nun mach doch mal was mit mir. Ja, und bei der 1, dann wären halt deine Gedanken über das Thema, wo du jetzt hier in der Mitte halt was durchleuchtest. Da geht es für dich um was Wichtiges. Also da weißt du dann vom Kopf her auch, hey, das ist jetzt wirklich wichtig. Oder halt, da ist mir etwas sehr Schicksalhaftes passiert. Das beschäftigt dich dann halt von den Gedanken und Gefühlen her, dass du dann einfach auch spürst, das ist jetzt was Wichtiges. Oder wenn da eine Person liegt, dann würdest du eben in den Gedanken haben, das ist eine sehr wichtige Person. Und ja, dann haben wir hier noch die 2, da gehe ich jetzt auch noch mal weiter. Das wäre jetzt die Gegenwart. Dann würde jetzt aktuell in der Gegenwart irgendetwas Wichtiges passieren oder ein wichtiger Schritt nötig sein. Also das Kreuz bestärkt einfach, da geht es jetzt um was Wichtiges. Also dass man sich auch die Zeit dafür nimmt, sich da jetzt drum zu kümmern, weil das unterstreicht einfach nochmal, hier sollst du deinen Fokus drauf geben, hier sollst du dran glauben, hier ist deine Lernaufgabe oder etwas Wichtiges für dich. Also mach jetzt was. Und bei Position 2 eben das Jetzt, bei Gegenwart. Bei der 3, beim Ratschlag, da ist es jetzt wieder so, dass die Karten oder die höhere Instanz, ob nun die Engel, die geistige Welt oder dein höheres Selbst, dir einfach mit auf den Weg geben wollen. Hier tut sich gerade etwas Schicksalhaftes und Wichtiges für dich. Du hast vielleicht eine wichtige Aufgabe, die du machen sollst. Erkenne die Wichtigkeit darin. Also hier ist der Ratschlag. Sieh das wirklich als was Wichtiges an und nicht so, ach, das kann ich auch später noch machen, Larifari, bla bla bla, sondern dass du wirklich hier den Ratschlag bekommst, hey, die Person oder die Sache, die ist wichtig. Also gib da auch die Aufmerksamkeit rein. Kümmere dich da jetzt mal drum und nicht irgendwann, sondern jetzt ist es wichtig. Also es unterstreicht auch noch mal so das Jetzt, aber eben hier mehr als Ratschlag, dass du dich doch da jetzt mal drum kümmern solltest oder zumindest die nächsten Tage und nicht irgendwann. So, und bei der 5, das ist ja die Zukunft durch das eigene Handeln, da ist natürlich auch fang diese wichtige Aufgabe an, leg los, glaube an dich, geh in das Selbstvertrauen, geh in den Glauben, kümmere dich um dein Schicksal, also nimm dein Schicksal buchstäblich selbst in die Hand und sieh dich nicht immer nur als Opfer oder ausgeliefert sein anderen gegenüber, sondern kümmere dich halt selber darum. Und bei der 7, da kommt etwas Schicksalhaftes von außen auf dich zu. Da kann man dann natürlich sagen, okay, da passiert jetzt so eine Art Schicksalsschlag, wobei das muss jetzt nicht unbedingt negativ sein, weil du kannst ja anhand der umliegenden Karten, die da noch mit bei sind,
gucken, ob das jetzt eher was Gutes oder was Schlechtes ist. Und beim Schlechten, dann bereite dich halt darauf vor, dass es dann eben nicht mehr wie so ein Schock ist, sondern dass du da besser mit umgehen kannst. Und wenn es was Gutes ist, naja, dann ist es ja sowieso was Positives als Schicksal, was auf dich zukommt. Also das Kreuz an sich ist eigentlich in dem Moment noch neutral. Man gibt ihm zwar gerne so diesen negativen Touch, eben wegen, ja, Lernaufgabe ist meistens nicht angenehm oder Schicksal schlägt wieder zu. Da kommt dann so die negative Assoziation dazu, aber das muss nicht sein. Wenn zum Beispiel auf dem Ergebnis jetzt hier eine sehr gute Karte liegt, sagen wir mal, da liegt die Liebe, dann hättest du eben, dass das Schicksal dir die Liebe bringt, also dass da eben am Schluss dann die Liebe ist und dass das eben sehr schicksalhaft oder sehr wichtig für dich war. Also das Kreuz allein sagt einfach nur, hier ist etwas wichtig. Und auf der 7 bedeutet es das im Außen, also bei jemand anderen, in deinem Umfeld oder eine Situation um dich herum, die von außen praktisch beeinflusst wird. Also nicht, was du selber machen kannst, sondern was durch andere kommt. Da tut sich etwas Schicksalhaftes oder Wichtiges. Das heißt, dir können wichtige Menschen begegnen oder du erlebst halt gerade eine sehr wichtige Zeitphase, wo vielleicht irgendwas ansteht, wo du möglicherweise schon länger darüber nachgedacht hast und dann kommt wie so eine Art Schicksalswink. Ich hatte das zum Beispiel, um dir mal ein Beispiel damit zu geben, beruflich habe ich die ganze Zeit überlegt, soll ich kündigen, soll ich mich selbstständig machen, wird das reichen, wenn ich nur mit Kartenlegen Geld verdiene, ist das wirklich der richtige Schritt, meinen sicheren Posten aufzugeben? Da habe ich lange mit mir gehadert. Und dann kam auch wie so eine Art Schicksalswink, weil ich war mitten auch in der Prüfungsvorbereitung für den Heilpraktiker für Psychotherapie, weil den wollte ich halt auch noch mit an Bord nehmen in eine Selbstständigkeit. Und da war ich mitten in der Prüfungsvorbereitung und dann kommt da mein Chef an in der Firma, wo ich war, statt halbtags arbeiten, weil ich hatte eine 20-Stunden-Woche, zum Schluss schon nur noch 15 Stunden als Arbeitszeit, weil ich eben parallel schon was aufgebaut habe oder damit begonnen hatte. Und dann sagte der, wir kriegen ein neues Computersystem, du musst jetzt wieder auf 40 Stunden die Woche und das einen ganzen Monat. Und da habe ich gesagt, das geht nicht. Ich bin mitten in der Prüfungsvorbereitung, ich brauche die Zeit zum Lernen. Ich muss fit werden für meine Prüfung. Ich kann jetzt nicht noch was anderes Neues lernen und dann auch noch statt 15 Stunden 40 Stunden machen. Und das war wie so ein, ja, ein Arschtritt von außen als Schicksal, aber was mir jetzt wie so eine Art Ultimatum gestellt hat, was ist dir jetzt wichtiger, deine Selbstständigkeit? Dann musst du jetzt halt wirklich kündigen oder ist es dir jetzt wichtiger, deinen Job zu behalten, die Sicherheit? Dann musst du halt deine Prüfung um ein halbes Jahr verschieben, weil die nächste Prüfung wäre dann halt erst ein halbes Jahr später gewesen. Und da stand ich wirklich vor so einer schicksalhaften Entscheidung, die mir dann aber den wahrscheinlich nötigen Arschtritt gegeben hat, dass ich endlich die Entscheidung treffen konnte, okay, dann kündige ich jetzt. Hat mein Chef wahrscheinlich nicht mitgerechnet. Der hat nämlich etwas blöd geguckt. Aber ich habe es durchgezogen, ich habe es gemacht und ich bin heute stolz drauf, weil das war definitiv die beste Entscheidung in meinem Leben. Ja, so viel noch am Rande und aus dem Nähkästchen etwas geplaudert, aber das macht vielleicht ein bisschen deutlicher dieses Beispiel, wie so eine Position 7 als Schicksal auch mal zuschlagen kann. Das ist ein dann auch ja so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt und sagt, hey, du musst dich jetzt entscheiden, was ist dir wichtiger? Na, und dann war es für mich einfach klar, weil dann wusste ich, nee, ich will auf gar keinen Fall noch mal ein halbes Jahr länger lernen und das alles hinten nach hinten schieben, das wollte ich nicht. Und deswegen war es dann klar, dass ich kündige. Okay, das Kreuz auf der 8 jetzt nochmal zum Schluss, das ist ja das Ergebnis. Das heißt, egal was jetzt auf der 5 und auf der 7 liegt, du wirst da irgendetwas selber machen, bei der 7 irgendwas von außen bekommen und das Ganze endet dann eben auch wieder mit dem Schicksalskreuz in etwas, wo man wirklich sagt, da hat das Schicksal zugeschlagen, das war wichtig für dich oder wird jetzt auch noch wichtig werden, weil mit dem Kreuz ist einfach die Wichtigkeit in dem Moment dann da und als Ergebnis ist es ja der Zukunftstrend, der halt auf einen zukommt. Also ist da in Zukunft auf jeden Fall etwas, was sehr wichtig sein wird. Vielleicht eben eine sehr wichtige Aufgabe für dich oder dass du mit sehr wichtigen Menschen zusammen bist. Oder dass du selbst für jemanden sehr wichtig geworden bist.
geworden bist dann. Also da muss man dann natürlich im Zusammenhang mit den anderen Karten mal schauen, wie sich da eben das dann darstellt. Hier war ja jetzt einfach mal ohne die anderen Karten drumherum einfach nur die Beispiele gezeigt. Ich werde mit Sicherheit hier nochmal einen kleinen Kurs zu machen. Das heißt, ich werde noch ein paar Videos mit Beispielen aufnehmen, wo dann auch noch mehr Karten liegen, dass ich dir das Ganze mal in der Praxis zeigen kann, für die Liebe, den Beruf, die Finanzen, also so die drei Hauptthemen. Und wenn da dann das Kreuz dran liegt und noch mit anderen Karten umgeben, wie man das dann am besten deuten kann. Aber ich denke, hier mit dem allgemeinen Video wirst du auch schon viel anfangen können, dass du jetzt weißt, wie du das Kreuz einsetzen kannst. Die klassische Deutung, was liegt jetzt vor dem Kreuz, das wird weniger an Wichtigkeit, und was kommt nach dem Kreuz, das verstärkt sich. Das mache ich bei der vertiefenden Positionsdeutung nicht. Weil da will ich ja wirklich diese 8 Positionen eben mit ihrem speziellen vertiefenden Blick halt analysieren und deuten und jetzt nicht das andere, was noch von der klassischen Herangehensweise. Also ich habe natürlich auch mal das alles so klassisch gelernt, ne, dass man halt wirklich beim Kreuz auf die Lage achtete, was liegt davor, was liegt dahinter. Wenn ich das im großen Bild so zum Beispiel in einer Zeitlinie liegen habe oder auch in einer kleinen Legung, wo mehrere Karten in einer Reihe liegen, dann mache ich das auch immer noch so. Aber wenn ich wirklich um eine Frage gucke und so eine kleine Neunerlegung drauf mache oder vielleicht auch im großen Bild ein Fragethema habe und mir dann die 8 vertiefenden Positionen anschauen will, dann hat diese klassische Deutung mit, was liegt davor, was liegt dahinter, für mich eben in dem Moment keinen Sinn. Das heißt, dann lasse ich das weg und konzentriere mich eben lieber auf diese vertiefende Position, die mir in dem Moment als hilfreicher erscheint, wenn ich etwas halt als Frage beantworten will. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Und je nachdem, wann ich mein Kursmodul fertig habe, siehst du unter diesem Video nochmal einen Link dazu. Das heißt, dann kannst du dir das auch anschauen. Wenn du dann noch Praxisbeispiele haben möchtest zum Üben, dann kannst du das als kleinen Videokurs bei mir auch noch käuflich erwerben. Ich würde mich freuen, wenn ich dich auch weiterhin noch unterstützen darf, dass du beim Kreuz dann noch fitter wirst, das alles richtig zu erkennen und eben in der Lebensberatung hilfreiche Antworten zu geben. Ja, alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.